Guck mal. Den kann er zur Konfirmation tragen. Was meinst du? Ist perfekt? Das ist typisch Mama. Sie schickt lieber irgendein Zeug, anstatt selbst zu kommen. Hm. Oh. Schläft er? Ja, er schläft. Nett. Eine gutbürgerliche Familie in behüteten Verhältnissen. Gute Nacht. Aber bei einem Film von Oscar-Preisträgerin Susanne Bier, sie ist eine der erfolgreichsten Regisseurinnen des dänischen Filmwunders, kann man mit unerwarteten Komplikationen rechnen, die das Idyll von Andreas und Anna bald verdunkeln werden. Wer ist Andreas? Andreas ist Polizist. Wenn wir ihn im Film begegnen, ist er ein glücklicher Mann. Verheiratet mit einer Frau, die er liebt. Sie haben gerade ein Baby, das sie schon lange zu bekommen versucht hatten. Es läuft alles sehr gut. Und er ist jemand, der glaubt, dass er Positives bewirkt. Er ist gut in seinem Job und versucht, ein guter Vater und Ehemann zu sein. Ja. Bei einer routinemäßigen Durchsuchung einer Junkie-Wohnung entdecken die Polizisten ein verwahrlostes Baby. Solange das Kind nicht unterernährt, sondern soweit gesund ist, können wir es ihnen nicht wegnehmen. Die Wohnung ist eine Müllhalde, verdammt nochmal. Das sind Junkies. Ja. Er ist doch nicht als Vater eines Kindes eingetragen. Ist aber so. Er konnte wohl keinen Unterhalt zahlen, nehme ich mal an. Der muss wieder ins Gefängnis und das Kind muss ihnen weggenommen werden. Sie sind totaler Psychopath. Wir müssen ihn drankriegen. Der und ein Baby. Der bringt noch beide um. My character in the film is a girl. Meine Figur im Film ist ein Mädchen, das an ihre Grenzen gekommen ist. Her whole life. So scheint ihr ganzes Leben zu sein. She's really. Sie kämpft wirklich, hat aber das Gefühl dafür verloren, wo ihre eigenen Limits sind. Where her own limits are. Was richtig oder falsch ist. What's right and what's wrong. Sufus hat Hunger. Ich mach grad was klar, so lass ihn. Lass ihn, er liegt da gut. Rühre ihn nicht an, ich mein's ernst. Lass ihn da liegen. Aber dann weint er. Nein, er liegt da gut. Bist du taub oder was? Hä? Ja. Ich nehme ihn hoch. Senna, fuck ich will. Senna! Leg ihn wieder hin. Leg ihn hin. Senna. Als das Baby von Andreas und Anna am plötzlichen Kindstod verstirbt, tauscht der Polizist sein totes Baby gegen das vernachlässigte Junkie-Kind aus. Ich habe ihr Kind genommen, die von denen ich dir erzählt habe. Alexander. Das ist nicht Alexander. Das ist ein anderes Baby. Ich habe Alexander dorthin gelegt. Ihn genommen. Es geht hier definitiv nicht um den klassischen Begriff von falsch oder richtig. Nein. Das ist eben die Sache bei dieser menschlichen Erfahrung, die wir machen. Wir sind alle vielschichtige Persönlichkeiten und das macht es wohl so interessant. Ich bin sicher, dass am Anfang des Films das Publikum zustimmt, dass das Baby aus dieser Umgebung gerettet werden muss. Doch etwas später, warte mal, vielleicht ist es nicht nur schwarz und weiß. Nichts ist schwarz und weiß und wir wissen das. Aber manchmal sind wir faul. Wir sind zu sehr an diese kurzen Nachrichten, Schlagzeilen oder Tweets gewöhnt und das ist zu einfach. Wir müssen nicht mehr denken. Es ist nur noch, das ist der Gute und das der Böse. P6 an alle Einsatzwagen. Ein 7 Wochen altes Baby ist von einem Spielplatz am Solbakken verschwunden. Möglicherweise eine Entführung. Ihr Wagen 5, wir übernehmen. Es wäre kein Susanne-Bier-Film, wenn sich aus dieser ohnehin verzwickten Situation kein bizarres Dilemma entwickeln würde. Eine gewagte Wendung, die nur von so perfekt agierenden Schauspielern glaubhaft gemacht werden kann. Sind das die, die ihr Kind vermissen? Die Absperrung kann aufgehoben werden, richtig, Tristan? Was sagt ihr?
Die Absperrung ist überflüssig, oder? Der glaubt mir sowieso keinen Scheiß vor. Ich stehe da und telefoniere mit meinem Handy. Dann kommt der Typ aus der Richtung gelaufen, nimmt meinen Sohn aus dem Kinderwagen und rennt in die Richtung. Ich wette, der war Osteuropäer. Das glaubt tatsächlich. Was? Ich laufe ihm nach. Hey, hörst du mir zu? Hey, wir warten hier. Wir warten. Ganz ruhig. Schau mich an, Senne. Hey. Schau mich an. Wo ist Sophus? Wissen wir nicht, jemand hat ihn genommen. Wo ist Sophus, Senne? Wissen wir nicht, jemand hat ihn genommen, verdammte Scheiße! Das ist ihr erster Film als Schauspielerin. Warum wohl hat Susanne Bier sie für diese Rolle gewählt? Ich weiß nicht warum. Als sie die Rolle besetzte, hatte sie noch nicht die richtige Person gefunden. Wir trafen uns zufällig bei einer Dinnerparty von Freunden und sie hat mir von ihrem Film erzählt. 8 Wochen zuvor war mein Sohn geboren worden. Ich bin nicht sicher, warum sie dachte, ich wäre die Richtige, aber es fühlte sich richtig an. Jemand hat ihn genommen? Sicher, dass ihr ihn nicht irgendwo vergessen habt? Hä? Tristan. Tristan, komm her. Was? Komm her. Hör mir zu. Ich weiß, dass du lügst. Ich weiß genau, dass du lügst. Was tu dir selbst einen Gefallen und sag mir, was zur Hölle du mit dem Kind gemacht hast. Mein Sohn ist entführt worden. Das ist ja zu lügen. Sag mir jetzt, wo er ist. Scheiße, Mann, was soll das? Rück mir nicht so auf die Pelle, verpiss dich. Wo ist der? Ich hab doch gesagt, ich bin ihm... Wo ist der, verdammt nochmal? Was hast du mit ihm gemacht? Er ist nicht entführt worden. Wir sind keine Idiotenzähne. Du lügst. Du lügst uns die ganze Zeit an. Was ist passiert? Wo ist er? Ist er tot? Senna, wir glauben nicht, dass du Sophus was angetan hast. Es kann ihm ja sonst was zugestoßen sein. Vielleicht trifft euch keine Schuld, aber wenn du zulässt, dass Tristan was mit ihm anstellt, können wir dir nicht helfen. Du bist eine schlechte Mutter und du solltest keine Kinder haben. Von mir aus kannst du im Gefängnis verrotten. Und das wirst du auch. Ich habe das Gefühl, dass in diesem Film fast jeder irgendwie verloren ist. Ja, das ist wahr. Die Sache ist, Taten haben Konsequenzen. Und womit er in dem Film konfrontiert wird, ist etwas, womit viele irgendwann im Leben konfrontiert werden. Unsere Vorurteile werden plötzlich außer Kraft gesetzt. Man bemerkt das manchmal, wenn man jemanden in eine bestimmte Schublade steckt, denn das hat nur selten mit der Wahrheit zu tun. Das hat es nur in meiner Vorstellung. Hier ist es fast wie in einer griechischen Tragödie. Er trifft eine extreme Entscheidung, seine Frau, sich selbst und ein Baby zu retten. Aber wir müssen überaus vorsichtig sein, wenn wir andere Menschen beurteilen. Und hier verurteilt er eine Frau auf eine überaus harsche Weise. Ist er tot? Habt ihr ihn umgebracht? Er ist nicht tot. Er ist nicht tot. Wo ist er dann? Er ist nicht tot. Wenn sie ihn mitnehmen, dann bringe ich mich um. Susanne Bier ist eine mutige Geschichtenerzählerin, die keine Kompromisse macht. Nun, vielleicht mit den Leuten, die eng mit ihr zusammenarbeiten, den Schauspielern, den Menschen, die ihr nah sind. Aber in ihren Geschichten macht sie keine Kompromisse. Und wenn sie meint, es sei richtig, das zu erzählen, wird sie das tun und kümmert sich nicht um die Reaktionen. Das ist bewunderungswürdig. Hi, Simon. Hey, was? Kann ich reinkommen? Nein, wir wollten gerade los, also. Du hast dich am Telefon so komisch angehört. Vergiss es, alles ist gut. Quatsch, ich sehe dir doch an, dass was nicht stimmt. Geh einfach, okay? Nein, ich werde nicht gehen. Du siehst aus wie Scheiße. Komm, du hast doch was. Ja.